Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2014, 14. November. An die Staatsanwaltschaft Potsdam. Sehr geehrter Herr Oberamtsanwalt, bezüglich Ihres Schreibens vom 5. November 2014 ist festzustellen, dass es keine Zeugin Köpp gab. Lediglich gab es eine Frau K., die mit der Gruppe junger Männer gerade zu dem Zeitpunkt vor der Tagesstätte der Firma Future Care eintraf, zu dem ich dort an der verschlossenen Tür klopfte. Die Frau K., bekannt durch Anstiftungen der Wehr- und hilflosen Psychiatriepatienten in ihrer Obhut zu Straftaten aller Art, entfernte sich unmittelbar nach hinter dem Gebäude. Anwesend waren danach nur noch die Tatüberführten. Warum haben Sie mich nicht nach meiner Sicht der Ereignisse befragt? Es ist einfach nur albern, selbst unter alleiniger Berücksichtigung der von Ihnen ermittelten Tatsachen bzw. Behauptungen, hier eine Nothilfesituation zu konstruieren. Minutenlange Fußtritte auf einen wehrlos am Boden liegenden Menschen mit einer Provokation zu rechtfertigen, spricht allem, was seit Karl dem Großen geschaffen wurde, in der Jurisdiktion Hohn. Ebenfalls das Gesetz verhöhnen sind die Ermittlungen gegen mich wegen einer behaupteten Körperverletzung in irgendeiner dunklen Nacht an dem späteren Straftäter Fischer. Hier hätten Sie, wenn Sie sich an die Gesetze halten würden, nicht ermitteln dürfen, da es an den notwendigen, zureichenden, tatsächlichen Anhaltspunkten für eine Straftat fehlt. Paragraf 152 Strafprozessordnung. Auch hier haben Sie mich gar nicht erst gefragt, was ich zu der Sache sage. Naja, insofern sind Sie ja auch nicht in Ermittlungen eingetreten. Wohl aber haben Sie, freudig und erregt, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach einmal, die Ermittlungen mit dem schönen Erfolg eines Zentralregister-Eintrages wegen Schuldunfähigkeit, der ja die erfolgte Tat impliziert, eingestellt. Herzlichen Dank auch Ihr J. Buhlmann.